Moin Magina, also willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir versuchen immer noch in die Nuka World zu kommen. Ich aber nichts wissen, wie das machen. Irgendwie soll hier so eine Transithaltestelle sein. Ich meine, das ist hier die Transithaltestelle. Aber ich sehe hier nichts, was mich hier wegbringen kann. Vielleicht gehe ich einfach nur komplett den falschen Weg. Überlebe ich den Sprung? Ja, gerade so. Gerade so überlebt. Ach, da ist es doch. Mann, oh Mann. El Blindo hat wieder zugeschlagen. Ich hatte halt gehofft, vorher noch irgendwie ein Bettchen zu finden. Aber ich glaube, von dem Wunsch kann ich mich verabschieden. Oh, ein Bus! Tja, du bist nie angekommen, mein Freund. Nice. Und ihr auch nicht. Und dann sogar der Busfahrer ist gestorben. Ha. Der hat es bestimmt verdient. Diese ollen Busfahrer immer. Was ist denn hier noch was Schönes? Transitzentrum. Hier muss ich dann da rein, weil da war auch irgendwie was. Ach nee, das war ja sogar das. Ich kleiner Dummi! Okay, ich gucke aber trotzdem noch weiter. Nö, von da bin ich ja gekommen. Kann ich hier noch irgendwie durch? Sieht nicht so aus. Richtig schön viel Nuka-Cola-Müll. Souvenir-Trinkglas mitgenommen. Das noch eins. Und eine Nuka-Cola-Flasche. Aber das ist so eine leere, ne? Ne, eine leere brauche ich nicht. Eine leere will ich nicht. Das ist anscheinend irgend so ein Maskottchen. Nice, okay. Dann, machen wir uns auf. Den Weg. Also ich will heute entweder noch Karussell fahren oder wenigstens ein Maskottchen erschießen. Soll ich ihn jetzt abknallen? Sieht nicht so aus, als wenn er eine Gefahr wäre. Oh, oh Mann. Scheiße. Die werden sterben. Okay. Was ist denn geschehen? Raider, diese Bastarde haben meine Familie. Du musst mir helfen. Bitte. Okay. Du siehst schlimm aus. Erzähl mir mehr darüber. Meine Familie und ich trafen ein paar Händler. Sie meinten, sie würden eine sichere Siedlung kennen, in Nuka World. Aber als wir eintrafen, das waren Raider, die uns an der Nase rumgeführt haben. Ich konnte fliehen. Aber meine Frau und mein Sohn sind noch da. Ich wollte Hilfe holen und zurückgehen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, eine Kugel abzukriegen. Lass mich dir helfen. Ich habe ein Stimpak. Nein, nein. Ich komme schon klar. Heb dir das für meine Frau und meinen Jungen auf. Lisa und Cody. Oh Mann, das wird jetzt wieder schwierig, ey. Darauf bestehen. Wirklich? Ich habe genug. Nimm schon. Mensch, ihnen läuft die Zeit davon. Bitte geh. Boah, du kannst doch den scheiß Stimpak nehmen, du Idiot. Was bringt das denn, wenn ich die rette und du tot bist, ey? Boah, was für ein Schwachkopf, echt. Willkommen in der Apokalypse, ey. Da sind alle Leute einfach nur behindert im Kopf. Wirklich? Ich hab genug. Nimm schon. Verdammt, okay. Ich bin gar nicht verletzt. Das stimmt. Ich kann das einfach nicht mehr. Die Raider in Nuka World haben mich gezwungen. Sie locken Leute an und bringen sie zum Spaß um. Aber ich mache ihre Drecksarbeit nicht mehr. Sollen sie mich doch finden und tun, was sie wollen. Du hast mich verarscht? Boah, wie gerne ich jetzt töten würde. Ich helfe dir und kümmere mich um sie. Du musst nicht sterben. Meinst du das ernst? Aber sei gewarnt. Das ist kein Kinderspiel. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für das Einschienenbahn-Steuerungsterminal. Am schnellsten kommt man mit dem Nuka-Express nach Nuka World. Aber ich habe ihn abgeschaltet, damit meine Geschichte glaubwürdiger klingt. Es ist glaubwürdiger, wenn ich sage, dass ich die Raider auf Abstand halten will. Such im Büro nach dem Steuerungsterminal, um die Bahn wieder mit Energie zu versorgen. Und sei vorsichtig, wenn du unterwegs bist. Cool. Das war schlecht, ey. Nun, das war nicht sehr nett. Einen unschuldigen Menschen töten? Ah, du bist ein echter Drecks. Nein, ich hab das nicht gemacht.
Das war nur eine imaginäre Rache für... Dafür, dass ich angelogen wurde. Na gut. Okay, wo kann ich das Ding einschalten? Hier wahrscheinlich. Employees only. Ich habe 94 H-Klammern. Könnte ich eigentlich welche auf den Kopf hauen? Mäh. Sehr schön. Cool. Doch ist es. Oh, Red X, nehme ich mit. Burger-Tablett. Achso, wir haben doch von dieser Raiderin, der Raider-Anführerin, die ich getötet habe, ein, was? Nee. Nee, Inventar. Die hat doch solche... Anweisungen gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Gunner hier großartig vorhatten. Oder sowas liebe ich ja immer, ey. Verdammt! Das muss irgendwo oben gewesen sein. Jetzt bin ich wieder am Suchen, ey. Ach hier, Kaylas Befehle. Commander Kaylas Befehl lautet, das heute aufgetauchte Signal des Nuka-Cola-Familienradios zu untersuchen. Laut unserer Information kommt es aus dem Nuka World Transitzentrum und wir haben Grund zu der Annahme, dass es etwas mit Sergeant Laniers verschwundenen Erkundungsteam zu tun haben könnte. Primäres Ziel besteht darin, die Umgebung zu sichern und mir Bericht zu erstatten. Basierend auf ihrer Statusmeldung erhalten sie dann noch weitere Anweisungen. Colonel Cypress. Geil, okay, gut. Also das heißt, sie haben... Oh, ist der Handy-Treibstoff? Keine Ahnung, ob wir das für irgendwas brauchen, aber... Ich lasse es mal liegen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es unheimlich schwer ist. Schraubenschlüssel, nein, danke. Du bist ein echter Dreckskerl, weißt du, das bin ich gar nicht. Das war doch alles nur ein Witz. Ein trauriger Witz. Wollte ich das scheiß Ding denn wieder einstellen? Ah ja. Das muss das sein. Abgeschaltet. Nice. Ja, bla bla bla. Das nehme ich auch mit. Ich werde auf jeden Fall Souvenirs mitnehmen. Das gehört ja zum guten Rummelbesuch dazu. Da ist noch eine Kaffeetasse. Ich habe ja schon eine, das reicht ja. Kurz darauf trinkt er keinen Kaffee, wie ich gehört habe. Hat er das gesagt? Ja, hat er. Glaub mir mal. Wie fahre ich diesen Zug jetzt? Warte mal, da ist doch irgendwas. Ich werde auf Stufe 30 empfohlen. Ja, ich bin Stufe 29, das können wir schon machen. Bitte halten Sie die Türen frei. Also wenn... Ganz genau. Also wenn die einzige Schwierigkeit... Darin besteht, oder die, zumindest die Hauptgegner hier tatsächlich Raider sind, dann wird das Ganze, glaube ich, auch nicht so dramatisch werden. Ich finde, mit Raidern kommt man eigentlich immer relativ gut klar. Ich weiß natürlich nicht, wie die Raider hier drauf sind. So wie ich gehört habe, kann man sich den Raidern aber sogar auch anschließen und mit ihnen das Ödland, also das Commonwealth, unsicher machen. Der Nuka-Cola Corporation möchten wir Sie an Bord der Nuka Express Einschienenbahn willkommen heißen. Bleiben Sie, Junge. Bitte während der Fahrt sitzen oder benutzen Sie die Handläufe. Wenn Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf die rechte Seite richten möchten, können Sie Nuka Worlds berühmten Fistop Mountain sehen. Mit seinen mehr als 100 Metern ist der Fistop Mountain das höchste Bauwerk in Nuka World. Dort finden Sie außerdem das 5-Sterne-Restaurant Fistop Grille. Als nächstes kommt das Herz von Nuka World. Nuka Town, USA, mit der Cola Cars Arena, dem...
Hey! Ja, wer taucht denn da auf, obwohl er die Wahrheit kennt? Harvey scheint seine Karten richtig ausgespielt zu haben. Ich habe nur kurz Zeit, also hör mir zu. Und zwar ganz genau. Ich bin Gage, Porter Gage. Und unser gemeinsamer Freund Harvey hat dir nur die Hälfte erzählt. Du bist immer noch auf dem Weg in eine Todesfalle. Aber wenn du da irgendwie lebend rauskommst, habe ich ein interessantes Angebot für dich. Bis dahin, viel Spaß und sorg für eine gute Show. Ich werde dich beobachten. Okay. Wir erreichen nun unser Ziel. Achten Sie bitte vor dem Aussteigen darauf, keine Kinder oder persönlichen Gegenstände zurückzulassen. Einfach wundervoll. Okay. Spiel nicht stehen bleiben, bitte. Wow, das gefällt mir gar nicht. Seien Sie vorsichtig. Ich finde diesen Ort beunruhigend. Ich finde diese Lags beunruhigend. Ich hoffe, dass es kein dauerhaftes Problem sein wird. Überlebe die Feuerprobe? Ja gut, darum machen wir uns Gedanken. Aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Nuka World. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.